Herzlich willkommen zu World of Tanks. Jeder von uns hatte doch schon mal den Wunsch, einen Panzer zu fahren oder zumindest einen Panzer zu erleben. Und deswegen haben sich die Jungs von Wargaming an mich gewandt und gesagt, Daniel, können wir da was Gutes tun? Wir wollen doch mal hier so ein schönes Video sehen, wo du mal der Polizist aus GTA 5 LSPDFR eine Runde World of Tanks spielst. Und ich habe mir natürlich gedacht, ich kenne das Spiel von dem her sehr gerne. Also das Video ist gesponsert von Wargaming. Ein herzliches Dankeschön an euch. Unter anderem könnt ihr auch später dann in der Videobeschreibung zu einem Link gelangen, wo ihr kostenlos das Spiel ausprobieren könnt. Aber wir wollen uns doch zuallererst mal hier um das Spiel kümmern. Und ich kann nur sagen, es lohnt sich dran zu bleiben, weil wir haben einige lustige Sachen. Lustige Sache Nummer 1 ist auf jeden Fall, dass wir hier eines der schwersten Fahrzeuge überhaupt haben, und zwar die Maus. Ja, das Paradebeispiel an schweren Panzern ist für mich eigentlich dieses Fahrzeug, und ihr werdet auch gleich sehen, wieso. Denn das Ding wiegt 188 Tonnen und sollte auch so im Weltkrieg verwendet werden. Aber wir werden uns jetzt dem widmen und gleich ins Game eintauchen. Ich bin ganz gespannt. Und hier haben wir sie, die Maus. Ratet mal, wie viele Panzer ich soeben verdecke mit nur der Silhouette von der Maus. Nicht eins, nein, nicht zwei, sondern drei Panzer. Ach, die hat man gar nicht gesehen. Ha. Ja, das Ding ist wirklich so groß wie ein Haus. Und mit 190 Tonnen kann man das mal machen. Jetzt sind wir hier im Spiel und werden uns dem Ganzen annehmen. Ja, diesem etwas von Fahrzeug, von Panzer. Und das ist wirklich so ein Reiz, die Vielfältigkeit unter anderem halt. Wir haben hier einmal einen theoretischen Tank von 3200 Liter. Lustigerweise können wir hier natürlich unendlich fahren im WOT, aber das Fahrzeug sollte ja mal konzipiert werden. Und wir hätten damit im Gelände mit 3200 Litern im Tank, 3200 Litern, gerade mal 68 Kilometer geschafft. Dann wäre der Tank leer. Ich meine, da kannst du nicht mehr bis zur Eisdiele fahren, ja? Dann ist das Ding schon leer. Ich meine, ja. Gut, genug Stauraum hat er wahrscheinlich, also Urlaub wäre drin, aber naja, gut. Wir fahren jetzt den Berg hoch mit geschmeidigen 17 Kilometern in der Stunde. Man muss hier wirklich mit in der Stunde rechnen, damit man auch weiß, wo man denn ist mit dem Fahrzeug. So, wir sind fast oben. Ja, komm, eine halbe Minute ist schon fast rum. Guten Tag, hallo. Eieiei. Wir müssen natürlich hier auch aufpassen, dass wir wirklich auf Punkte zielen bei den anderen Fahrzeugen, die, ja, so wie hier meine, nicht unbedingt direkt schwach sind. Also wir müssen wirklich gucken, dass man mit dem doch komplexen System in World of Tanks, ja, genau sowas nicht erzeugt bei dem Feind. Also schaut, dass wirklich die Kugeln auch oder Granaten auch durchgehen, so wie hier in dem Fall. Und mit diesem Dickschiff kann man sich's erlauben, ja, mal vorzuschauen, so aus der Ecke zu gucken, hallo, paar Kugeln oder Granaten zu kassieren und dann wieder zu sagen, war schön, ne? Ciao. Na gut, der ist schon hinüber. Den brauchen wir jetzt nicht mehr schießen. Aber das ist eben der Inbegriff eines schweren Panzers, ja. Und deswegen, wir können jetzt hier auch ohne Probleme ein Stückchen vorrücken. Hallo, ja, du schießt auf mich, ja. Geht direkt zurück. Wir haben immer noch 3200 von 3200 Leben, wie man unten links sehen kann. Das liegt an der guten Panzerung. Und das Ding ist doch der Wahnsinn. Wir können hier einfach vorrücken, haben keine Probleme. Und der Feind hat, ja, die schlechteren Karten gezogen, im Normalfall. Ja, probier's noch ein Stückchen. Ah, ich will auf Nummer sicher gehen. Wenn ich verschieße, dann habe ich 10 Sekunden Nachladezeit. Das weiß der Feind. Und wir spielen hier logischerweise natürlich gegen Online-Spieler. Und wir müssen aufpassen da hinten, wie man auf der Karte sehen kann. Hier sind noch, genau, die Jagdpanzer, die sind nur dazu da, Schaden zu machen und eigentlich unentdeckt zu bleiben. Und wir müssen jetzt eigentlich nur die Front halten. Darum geht's, ja. Rechts können die Kollegen gut pushen, aber ich habe hier keinen Spotter, der da hinten auf dem Berg genau die aufdeckt. Jetzt habe ich auch mal direkt Schaden kassiert. Jetzt bleiben wir mal ein bisschen hier zurück. Das war nicht die schlauste Entscheidung. So, mal schauen, vielleicht kriegen wir den IS-7 oder die beiden IS-7 dazu ein bisschen zu pushen. Ich muss wissen, wie die da hinten sich verhalten, die Jagdpanzer, weil sonst hat es keinen Sinn vorzufahren, selbst mit so einem Riesenteil nicht.
Hallo. Na, nee. Wir haben hier übrigens zum Beispiel so einen Punkt, wo das Fahrzeug verwundbar ist. In der Mitte unten. Ja, das ist so sozusagen der Hosenschlitz von dem Riesenteil, wo man da durchkommen kann. Man braucht trotzdem eine hohe Penetration, um da was zu bewirken. So, mal gucken. Kollegen, wird es heute noch was? Ich meine, bis wir dann vorgefahren sind, ist so und so eine halbe Ewigkeit vergangen, weil wir haben nur 20 km/h Topspeed. Aber ich schaue gerade so um die Ecke, was die so machen. Da oben ist immer noch ein Rheinmetall und wir müssen aufpassen. Aber jetzt hat er einen reingedrückt. Wir machen mit. Jawohl. So. Der I7 hat zwar geschossen, aber tut mir leid. Der ging nicht durch. Tja, man muss schon richtig zielen. Und auf diesen Panzer zu schießen ist keine Freude. Ah, jetzt sind wir nicht durchgekommen. Deswegen, man muss schon sich mit der Materie beschäftigen. Und immer die sogenannten Weak Spots, also die Punkte, wo der Feind wenig Panzerung hat, beachten, um auch wirkungsvolle Treffer zu erzielen. So, wir müssen jetzt ein bisschen zurück, winken noch ein Stück an. Ja, genau. So, gut, weil wir mussten nachladen. Jetzt können wir vorpushen, jetzt ist eigentlich genau die Zeit für die Maus gekommen und wir drücken nach vorne. Auf geht's. Ja, probier's. Ja, dass ich nicht lache, hä? So, Kollege, zack. Oh. Was? Ich glaube jetzt nicht. Zack, gerammt. Ja, wie viel Schaden haben wir ihm gemacht? 187 nur durch Rammen. Wir brauchen eigentlich gar nicht schießen. So. Gut, aber durch dieses Vorrücken haben wir zumindest dem Team auch nochmal hier Sicherheit gewährt, dass jetzt wirklich das Ende des Spiels erlangt ist. Die 15 Gegner. Tut mir leid, der ging nicht durch. Jetzt hinüber sind. So, wir haben ihn gerammt. Aber es ist so lustig. Und wir können ihn, weil wir so groß sind, auch noch hier schön oben drauf schießen, ne? Ich liebe diesen Panzer, ich liebe ihn. Maus, es ist der Wahnsinn. Oh ja, jetzt sind nur noch zwei übrig. Die Aufklärer im Gegnerteam. Und wir müssen jetzt nur noch schauen. Ja, da ist eine Wand, hast du gut festgestellt. Wir müssen jetzt nur noch schauen, dass wir die kriegen. Leider wird es so sein, dass wir ein bisschen zu langsam sind dafür. Ja, der eine ist da, der andere wird wahrscheinlich sich irgendwo versteckt haben. Die sind auch nicht ganz so leicht aufzuklären. So, mal gucken, vielleicht kriegen wir den auch. Zeig dich. Aber der ist hinter der Mauer. Ja, okay, der ist hinüber. Oh, ich bin aufgedeckt. Das heißt, hier in der Nähe muss noch einer sein. Es sei denn, das war der gerade gestorben ist. Aber im Normalfall nicht. Wir drehen uns mal nach links. Kann gut sein, dass der hier ist. Kann es mir gerade nicht woanders ergründen. Ah, nein, der war da. Ah, okay. Da kann er natürlich auch sein, ja. Hallo. Na, der Turm muss noch drehen. Ah. Ja, in den letzten Minuten ist es natürlich so, dass man nicht so viele Möglichkeiten hat, mit dem Panzer mobil zu sein. Aber gut. Ich würde sagen, für die erste Runde hier mit dem Fahrzeug, Wahnsinn. Wir haben 5200 Schaden geblockt mit dem Auto. Auto, ja, Panzer. Und 2700 verursacht. Wunderbar. Bombensicher, ja, das ist gut. So fühlt man sich, wenn man das Fahrzeug fährt. Also die Maus, wirklich ein Dickschiff, ein Riesenviech. Man hat wirklich saumäßig viel Laune, das zu fahren, weil man ist einfach ein riesiges, gepanzertes Ding auf Rädern, Klötzchen, könnte man sagen. Also 5220 Schaden abgewehrt, das Ding hat 3200 Leben. Also das ist der Wahnsinn. Und wer jetzt keine Lust hat auf sowas, ja, der muss hier nur einmal in den Forschungsbaum schauen und dann schauen. Schauen wir einfach mal. Wir haben hier die ganzen Nationen aufgelistet und jetzt zum Beispiel sind wir bei Großbritannien. Wir können aber auch mal zu USA gehen und uns da ein schickes Fahrzeug raussuchen. Oder wir schauen mal zu den Franzosen rüber. Die haben zum Beispiel hier eine Batchet 25T, mittlerer Panzer, sehr wendig, sehr schnell und dann auch mit einer Superkanone mit automatischem Magazinladesystem, was sehr modern ist und deswegen werden wir uns den jetzt mal anschauen, oder? Los geht's. Da ist der kleine, aber feine Franzose und zwar hier der mittlere Badget 25T, ausgesprochen Bad Chatillon, wie ich gemerkt habe. Hinter uns ein Schwede, ein Jagdpanzer, sehr, sehr mobil, sehr wendig und der kann sich sogar runter tiefer legen, könnte man sagen. Also der kann sich anpassen mit der Höhe, das ist sehr cool. Also es gibt schon verschiedene Fahrzeuge hier in WoT,
Das Ding ist halt, man muss auch den richtigen finden. Hier jetzt der, sehr spannend, auch mit dem automatischen Magazin-Ladesystem. Wir haben einen sehr wendigen, sehr schnellen Panzer. Wir haben jetzt schon über 50 km/h drauf. Der halt lange braucht, um einmal nachzuladen, das komplette Magazin, aber dann das Magazin bam, 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 ganz schnell verschießen kann, mit sehr viel Schaden und eigentlich auch sehr, sehr guter Genauigkeit drum und dran. Deswegen, wir müssen jetzt, solange wir nachladen, uns ein bisschen zurückhalten, können schon ein bisschen aufklären. Oh, das war nicht so gut. Ein bisschen aufklären. Aber wir müssen eben aufpassen. Das ist eigentlich das Problem. Und während wir dann wieder nachladen, müssen wir wieder aufpassen. So, wir müssen auch immer uns danach richten, was das Team macht. Die schweren Panzer brauchen ein bisschen länger, deswegen warten wir kurz, bis die so ein bisschen in Gang gekommen sind. Und dann werden wir langsam vorrücken. Immer in Schutz der Deckung natürlich hier. Besonders wenn man jetzt nicht so viel Panzerung und nicht so viel Leben hat, muss man sich so ein bisschen auch an die Gegebenheiten anpassen, aufpassen, schauen, dass man nicht gleich hier voll aufs Kanonenrohr kriegt, sagen wir es so. So, der E-50M da unten schleicht sich durch. Wir sind aufgedeckt worden. So, aber der will nicht. Der hat keinen Bock. Und mit leicht gepanzerten Fahrzeugen muss man auch auf Artillerie Acht geben. Im Gegnerteam ist sogar eine. Aber wir sind hier hinter dem Haus und deswegen kann uns die jetzt nicht abschießen. Das ist halt auch noch so ein Schwierigkeitsgrad, der dazukommt. Aber was das Ganze natürlich nur noch spannender macht. Jetzt müssen wir gucken. Der T10 versucht da vorne sein Glück. Wir haben nur einen Skoda da vorne. T50, der ist ziemlich leicht gepanzert. Dem könnten wir schnell viel Schaden machen. Aber er hat auch einen Autoloader. Also auch dieses Ladesystem, bei dem wir sehr aufpassen müssen, weil wir eben auch sehr schnell viel Schaden reinkriegen könnten. So, wir schauen mal. Wir fahren ein Stück vor. Wir sind ja sehr wendig, sehr schnell. Wir könnten jederzeit auch wieder zurückfahren. Wir versuchen nur hier ein bisschen Sicht zu erlangen für das Team. Und da vorne, die liefern sich schon einen starken Kampf. Wir flankieren mal. Versuchen wir es zumindest. Die haben sich hier komplett verschanzt mit denen. Ja, alles gut hier. Mein Teammate meint, ich sollte zurück. Aber ich denke, das kriegen wir schon hin hier. Eine kleine Flanke. Ah, so macht man das dann. Und jetzt schauen wir mal, dass wir hier unser Team unterstützen, indem wir dem Feind von hinten ein bisschen einheizen sollen. Automatisches Ladesystem Nummer 1. Nummer 2. Der Skoda sagt Tschüss. Nummer 1. Und für den anderen auch nochmal ein, oder? So, Nummer 1 und komm, noch eine. Nummer 2, jawohl. In kürzester Zeit haben wir 1880 Schaden gemacht. Ich kann gar nicht mehr reden, weil das so schnell ging. Und wir müssen jetzt nachladen. Das Problem ist, wirklich, wir können jetzt nichts machen. Wir sind hier eigentlich nutzlos. Wir können halt nur sagen, hallo, guten Tag, ihr macht das toll, Team. Macht sie fertig, jawohl. Hat er geschafft, durch unsere moralische Unterstützung. Oh Gott. AMX-AC. Ja, genau. Da muss man jetzt auch ein bisschen aufpassen. IS-7 da hinten auch noch. Die verstecken sich hier ganz schön. Wir haben jetzt gleich nachgeladen und flankieren den Feind. Wir sind wendig und schnell. Nicht für Frontangriffe geeignet, aber dafür umso besser für Flanken. Den Feind hintergehen und schauen, dass wir den dann rausnehmen, eben durch die entsprechenden Punkte. Der sieht uns gar nicht. Jetzt sieht er uns. Er hat uns einmal Schaden gemacht. Hoffentlich kommt jetzt gleich der Teammate, weil sonst wird das Ganze ein bisschen peinlich. Guten Tag, Nummer 1. Uiuiui, Nummer 2 ging nicht gut. Eieiei, was ist denn jetzt los hier? Wir müssen genau auf den schwachen Punkt von ihm zielen. Und jetzt abhauen. Eigentlich. Weil sonst sind wir gleich tot. Uiuiui. Ja, noch 3 Hitpoints übrig. Der will uns jetzt rammen. Der Type 4 Schwert drückt ihn gegen die Wand und finisht ihn. Und das ist doch wunderbar, oder? So, wir haben 3 Hitpoints. Jetzt sehr aggressiv, um auch mal den Unterschied zu zeigen, was so möglich ist, zu jetzt normalerweise der Maus. Ich meine, ich bin jetzt nicht der beste Spieler. Normalerweise könnte man das natürlich auch nochmal besser machen, höchstwahrscheinlich. Aber ja, man sieht einfach mal den Unterschied. Wir sind super schnell unterwegs. Wir könnten hier saumäßig flott zum anderen Ende der Karte gelangen, falls es denn nötig ist. Dann mal kurz hier. Uiuiui, das war jetzt ganz schön arm. Einem reindrücken, dann einem Schuss ausweichen, wieder vorfahren, zielen, feuern. Oh Gott im Himmel, das war wieder daneben. Das kann doch nicht wahr sein, komm. Ja, wie gesagt. Wenn man jetzt dann natürlich noch Extras drin hätte, wie den verbesserten Waffenrichtantrieb, wo man 10% schneller
zielen kann, dann würde man hier auch ein bisschen bessere Resultate machen. Wir müssen jetzt aufpassen, dass uns der T-54 nicht flankiert. Der hat sicher auf uns abgesehen. So, wir schauen jetzt aber, dass wir ihn noch ein bisschen reindrücken könnten. Wir haben, wie gesagt, 3 Hitpoints, Leute. 3 Hitpoints. Mehr ist nicht drinnen. So, mal schauen. Hallo, guten Tag. Können wir Ihnen weiterhelfen? Unseren Turm haben wir jetzt wieder repariert. So, mal gucken. Na, wo bist du? Da bist du. Guten Tag. Führerschein, Fahrzeugpapiere, bitte. Oh, wir haben ihm einen reingedrückt. Wir haben nur noch eine einzige Granate im Magazin. Das müssen wir jetzt beachten. Das heißt, entweder wir machen jetzt einen Suizid drauf, Buben kaputt. Oder wir spielen das Ganze safe. Aber das sieht nach safe aus. Oh, der Kollege hat schon T-57 Heavy, hat auch einen Autoloader, so wie wir. Sehr schön. Es lohnt sich auch nicht mehr nachzuladen für den letzten. Und der hat das Game fast gefinisht. Noch einer übrig. So, mal gucken. Wir machen uns auf den Weg. Vielleicht kriegen wir ihn noch. Oh, 1100 Schaden von der Arti. Einen Schuss abgekriegt im Nahkampf. Und er überlebt. Haha, Wahnsinn. Aber er stirbt auch noch. Was ist das denn? Die haben sich da ein schickes Nest eingerichtet. Ja, das ist doch mal nicht schlecht. Mit 3499 Schaden wirklich ein schönes Game, wie ich finde. Es hat halt auch mega Spaß gemacht durch dieses schnelle Hin und Her und hier lang, da lang und an 10 Punkten gleichzeitig sein können und immer mal wieder schnell Schaden machen, nachladen. Das Nachladen dauert halt lang, aber es macht schon sehr viel Spaß. Und wer sich jetzt denkt, ich will endlich loslegen mit WoT, der kann in die Videobeschreibung schauen. Dort ist ein Link, wo ihr euch registrieren könnt und anmelden. Unter anderem kriegt ihr dann noch einen Code drauf, nämlich Tanktastic. Wenn ihr den eingibt, dann kriegt ihr nochmal 7 Tage Premium, 500 Gold und einen Premium-Panzer plus kostenlosen Garagenslot dazu. Bedeutet, das sind die perfekten Voraussetzungen, um mit WoT loszulegen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß unter anderem dann beim WoT-Zocken. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao.